Gold, eine Krankheit. Bitcoin, dessen Heilung. Bis zu 75% des weltweiten Kapitals werden vom Bitcoin-Netzwerk aufgesogen werden. Und deswegen sei Bitcoin die überlegene Kreatur, die alle anderen Assetklassen besiegen werde. Das Aussagen von Michael Saylor, mit denen wir uns in dieser Ausgabe beschäftigen wollen, und damit herzlich willkommen. Ich habe in der letzten Ausgabe dargelegt, dass meiner Meinung nach der Bitcoin-Preis sich derzeit in einer Blase befindet und habe gesagt, dass ich nicht sagen kann, wann diese Blase endet, denn das Typische einer Blase ist, dass sie sehr rasant größer wird, entsprechend der Preis steigt und deswegen kann auch Bitcoin in Richtung 80 oder 100.000 gehen, nur je später diese Blase platzt, desto stärker und heftiger wird auch entsprechend die Gegenreaktion sein und deswegen war ich eigentlich damit sehr zufrieden, dass ich die Hälfte meiner Position, die ich bei 10.800 aufgebaut hatte, unterhalb des Allzeithochs rausgenommen habe, weil ich kein Risiko mehr haben wollte, weil ich einen Widerstand gesehen habe, weil ich gesagt habe, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass wir zunächst an dieser Widerstandszone scheitern werden. Allerdings ist der Bitcoin-Preis weiter nach oben gegangen und deswegen habe ich es nicht geschafft, meinen initialen Einsatz um Faktor 4 zu vergrößern, sondern nur noch um Faktor 3, wenn auch dann ohne Risiko. Deswegen haben sehr viele meiner Zuschauer mir geschrieben, Hamed, du verstehst es nicht. Du hast einen Fehler gemacht und des Weiteren ist Bitcoin nicht in einer Blase und auch eine Entwicklung in Richtung 100.000 sei eine sehr gesunde Entwicklung und deswegen musst du dich viel mehr mit Bitcoin beschäftigen. Dann wüsstest du, warum du einen Fehler gemacht hast und warum der Bitcoin-Preis deutlich weiter steigen können wird, ohne dass es eine Blase ist. Und ich finde, es ist meine Aufgabe als Investor, wenn ich sehe, dass andere mir sagen, dass ich da einen blinden Fleck habe, dass ich mich darum kümmere und es mir anschaue und verstehe, wo ist da möglicherweise der Fehler, den ich mache, oder vielleicht komme ich dann zum Ergebnis, dass ich keinen Fehler mache. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass ich einfach mal entspannt 4 Stunden lang Interviews mit Michael Saylor mir anschaue, zugegeben mit 1,75-facher Geschwindigkeit und doch von vorne bis hinten. Plus, ich habe mir seinen Twitter-Account angeschaut, ich bin auf die Homepage gegangen, wo er sehr vieles zum Thema Bitcoin veröffentlicht hat und habe mir alles durchgelesen. Und ich finde, er sagt sehr vieles, was ich nachvollziehen kann, weswegen ich auch Bitcoin und das Netzwerk sehr interessant finde. Es gibt aber auch Aussagen, die er trifft, die meiner Meinung nach, naja, verkürzt dargestellt sind, vereinfacht dargestellt sind. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, die sind faktisch nicht richtig. Und ich möchte gerne über seine Aussagen mit euch sprechen und sagen, was aus meiner Sicht kritisch zu sehen ist und würde es auch gerne erklären, warum das der Fall ist. Und deswegen einfach medias res. Die allermeisten von euch werden Michael Saylor kennen. Übrigens, ich habe mich dafür entschieden, Michael Saylor anzugucken, weil ich mir gedacht habe, wer ist denn eigentlich der größte Bitcoin-Maximalist dieser Zeit? Klar, Michael Saylor. Er geht mit seinem gesamten Kapital all in und deswegen eignet er sich besonders gut, damit ich verstehe, warum Bitcoin eben keine Blase ist. Michael Saylor erklärt sehr eindrucksvoll und das für mich auch verständlich, warum er kein Vertrauen in Fiat-Währung hat, weil er schon einmal damit verloren hat. Er hatte eine Niederlassung in Argentinien und hatte 1 Million US-Dollar dort und aufgrund der Tatsache, dass Argentinien insolvent geworden ist, das Land bankrott gegangen ist, hat er 90% seines Kapitals verloren. Aus 1 Million wurden 100.000 US-Dollar und als dann im März dieses Jahres die Geldmenge massiv zugenommen hat, hat er festgestellt, oh, ich sitze hier auf 500 Millionen schmelzendem Eisberg und ich muss aktiv werden. Und er sagt, dass er sieht, dass Aktien für ihn nicht mehr funktionieren, denn Aktien hat er vor 10 Jahren gekauft. Damals haben ihn davor gewarnt alle, dass er Tech-Unternehmen kaufen soll. Und jetzt stellt er fest, dass jeder Aktien kauft. Und deswegen wäre das für ihn schon ein Zeichen, dass Aktien nicht mehr in Frage kommen. Des Weiteren sagt er, Tech-Unternehmen, die er lange gehalten hat und die ihm eine Ver-10- bis Ver-15-fachung seiner Investition gebracht haben, mittlerweile Monopole seien und deswegen kommt das für ihn auch nicht in Frage. Er sagt, Anleihen kommen für ihn nicht in Frage, weil es keine sichere Anlage sei. Ich nehme an, er meint damit die Inflationsbesicherten, weil die Rendite eben nicht höher ist als die Geldmengenvermehrung. Er sagt, Immobilien seien A, illiquide und B, eigentlich auch in einer Blase. Deswegen kommt es nicht in Frage. Und last but not least,
Gold, sagt er, es gebe die Derivate und noch viel wichtiger sei es, dass die Miner jedes Jahr 2% zusätzliches Gold produzieren würden. Und deswegen, so sagt er, wenn man Gold besitzen würde, dann hätte man in 100 Jahren nichts mehr. So, und mit dem Thema Gold würde ich sehr gerne anfangen. Ich finde das absolut in Ordnung, wenn er sagt, er möchte Gold nicht haben, er findet, dass Bitcoin für ihn die bessere Investition ist. Kann er gerne erklären, er kann sagen, ich kann Bitcoin besser irgendwo aufheben, ich kann mit Bitcoin besser zahlen, ich kann es besser konvertieren und so weiter. Das sind alles Gründe, die kann er aufführen und dann ist das natürlich für ihn seine Erklärung. Allerdings sagt er zwei, drei Sachen, die ich wirklich kritisch sehe. Denn er sagt zum Beispiel, er habe Bitcoin als Investor gekauft und sehr langfristig. Vergleicht dann aber die Rendite von Bitcoin mit Gold über einen Zeitraum von 6 Monaten. Das nennt man tendenziös. Also er sagt, ja, guckt euch doch Bitcoin, guckt euch mal Gold an. Was hat das in den letzten 6 Monaten gemacht? Gold bewegt sich nicht seit 6 Monaten. Bitcoin habe sich verfünffacht. Also, lieber Herr Saylor, dann müssen wir zumindest über einen längeren Zeitraum uns das anschauen. Und dann sind wir nämlich auch bei dem Thema, dass der Bitcoin-Preis aufgrund der Produktion der Miner in den nächsten 100 Jahren komplett an Wert verlieren muss. Dann müsste es aber auch in der Vergangenheit so gewesen sein. Und wenn wir, weiß ich nicht, 40 Jahre zurückgehen, dann hat man je nachdem, wann man Gold gekauft hat, inflationsbereinigt sein Kapital um Faktor 5 bzw. Faktor 10 vermehren können. Und das finde ich dann schon wichtig, dass man da wirklich bei den Fakten bleibt. Oder er sagt, dass Miner jedes Jahr 2% mehr Gold produzieren. In Wahrheit ist es so, wenn man sich die Daten anschaut, dass die Goldproduktion in den letzten Jahren sehr flach verläuft und stagniert. 2008 ist es massiv runtergegangen, dann ist es sofort hochgegangen, das war wegen der Rezession. Allerdings, so gerade in den letzten 3-4 Jahren sehen wir eine totale Abflachung und auch der World Gold Council geht davon aus, dass wir in den nächsten Jahren eine stagnierende Goldproduktion sehen werden. Und in dem Augenblick, in dem man Inhalte faktisch verkürzt wiedergibt oder nicht richtig wiedergibt oder sie tendenziös wiedergibt, indem man zum Beispiel 6 Monate sich anschaut oder auf die Volatilität angesprochen, sagt er, ja, guckt euch doch die Volatilität von Bitcoin in den letzten 3 Monaten an und guckt euch die Volatilität von Apple an. Da ist Apple viel volatiler als Bitcoin. Als Investor guckst du dir nicht 3 Monate Volatilität an, sondern du guckst dir natürlich eine viel längere Volatilität an. Und das ist so der Augenblick gewesen, wo ich mir dachte, so, schade eigentlich, denn das geht wirklich in Richtung tendenziöser Darstellung der Fakten. Nun ist es so, wenn ich mir das anschaue, dann ist es so, ich habe über 20 Jahre Erfahrung, ich habe sehr viel Können, ich habe sehr viel Wissen und ich habe entsprechend die Fertigkeiten, dass wenn ich ein solches Interview mir anschaue, dass ich das differenzieren kann und dass ich diese Aussagen richtig einordnen kann. Wenn aber ein Interview einem sehr jungen YouTuber gibt, der ein Krypto-YouTuber ist und selbst Millennials ist und wahrscheinlich über 70% der Zuschauer dieses YouTubers auch Millennials sind, die vielleicht nicht so viel Erfahrung zum Thema Investieren haben, dann glaube ich, dass die dann natürlich alle sagen, ja, Gold kann's vergessen. Ich würde mir wünschen, dass er sagen würde, Leute, wisst ihr was? Gold ist weniger volatil, ist wertstabiler. Allerdings in den letzten 11 Jahren, seitdem es Bitcoin gibt, läuft Bitcoin deutlich besser als Gold. Jetzt kann man sagen, okay, es ist eine kürzere Zeit, in der es Bitcoin gibt und Gold hat sich länger bewahrheitet. Ich bin aber der Meinung, dass Bitcoin Gold ersetzen wird. Das sagt er auch. Er sagt, das gesamte Kapital aus Gold wird verschwinden. Alle werden ihr Gold verkaufen und es in Bitcoin packen, zu 100%. Das muss man aber auch dazu sagen, da steht er mit dieser Meinung im Moment alleine da. Denn ich persönlich kenne niemanden aus der Welt der Finanzen, der ihm da zustimmen würde. Das ist allerdings nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist auch nicht, dass er sagt, Gold sei ein Holzschiff und Bitcoin das moderne Schiff. Haben wir eigentlich ein Holzschiff? Sieht man es überhaupt noch? Ist dunkel? Nee, haben wir nicht. Aber egal, hätte er sein können. Die sind leider weggefahren worden.
Sei es drum. Es ist auch nicht wichtig, dass er sagt, Gold sei ein Schiff, mit dem man früher zwischen Europa und USA gereist ist, und Bitcoin sei ein Flugzeug. Mein Problem ist, dass er Gold mit einer Krankheit vergleicht und dass Bitcoin es heilen würde. Wenn ich bei dieser Metapher bleibe, heißt es ja, dass jeder, der Gold hat, in den letzten Jahren ein massives Problem hatte und darunter gelitten hat. Das ist ja nicht richtig. Jetzt kann ich sagen, okay, weißt du was, das ist jetzt im Überschwang eines Interviews, war nicht so gemeint. Bei den anderen Punkten sehe ich das deutlich kritischer. Der nächste Punkt ist, er sagt, dass die Menschen Bitcoin kaufen, die Großinvestoren, weil sie einen sicheren Hafen brauchen. Und das gesamte Kapital, egal wo es ist, egal ob es in Aktien ist, ob es in Aktien sagt er nicht, ob es in Indizes ist, also in Index-ETFs ist, ob es in Immobilien ist, ob es in Gold ist, ob es in Immobilien ist, ob es in Anleihen ist, ob es Cash ist, ist eigentlich alles nur Geld, was Store of Value sucht. Und das sei aber alles nicht Store of Value, sondern das ganze Geld wird ins Bitcoin-Netzwerk kommen. Und deswegen ist es so, dass die Blase bei den Aktien nachlassen wird. Die Immobilienpreise werden runterkommen. Es wird dann entsprechend nicht nur weniger Cash geben, sondern die Staaten werden feststellen, Mensch, die Leute ziehen das ganze Geld ab, wir müssen aufhören, noch mehr Anleihen zu drucken. Und deswegen machen das die Leute eigentlich nur, weil sie ihr Geld absichern wollen. Und er sagt wiederholt, dass sie keinen Hebel benutzen. Allerdings benutzt er selbst einen Hebel, indem er nicht nur das Kapital der Firma einsetzt, sondern das, was er macht, ist, er hebelt sich ja, indem er sich Geld leiht und mit geliehenem Geld arbeitet. Und dann ist es eben so, dass er zumindest sagen muss, die anderen hebeln sich nicht, aber ich hebel mich. In dem Augenblick, in dem er sagt, ja, also Rendite interessiert mich gar nicht, mich interessiert nur, dass ich mein Geld absichere, dann muss er aber auch erklären, warum er dann sich doch hebelt. Dann interessiert er sich nämlich für Hebel. Wenn er nämlich nur sein Kapital absichern würde, dann würde er einfach nur sein Geld da reinstecken in Bitcoin. Wenn er aber sich Geld leiht, dann möchte er noch mehr machen, dann möchte er Rendite machen. Und das finde ich dann wiederum schwierig. Das ist das nächste Thema. Und entsprechend ist es auch so, er sagt, und das ist das, was ich auch schwierig finde, es ist No-Brainer. Es ist ein No-Brainer, dass alle Unternehmen ihre Gelder, die sie haben, in Bitcoin bringen müssen. Das ist die einzige Möglichkeit. Und wer es noch nicht macht, der hat es entweder nicht verstanden, sagt er, oder er macht es nicht, weil Bitcoin neu ist, oder er macht es, weil er verwirrt ist. Also man legt sein Kapital, was man in der Firma hat, nicht in Bitcoin, weil man es nicht versteht, weil man neu ist oder weil man verwirrt ist. Jetzt muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich zahle derzeit Einlagenzins. Für meine Firma. Für beide meine Firmen sogar. Und der Grund, warum ich das mache, ist, weil ich laufende Kosten habe. Weil wir mitten in einer Pandemie sind, weil ich Mitarbeiter habe und weil ich denen gegenüber verpflichtet bin. Und ich möchte mein Cash erhalten, weil ich eine kurzfristig sehr niedrige Volatilität brauche, weil ich darauf aufpassen muss, was mit dieser Firma passiert. Das heißt, wenn ich nicht das Geld meiner Firma in Bitcoin bringe, meiner Firmen, muss ich sagen, ich habe zwei Firmen, könnt ihr gerne googeln, Lübecker Toolbox ist meine zweite Firma, kommt noch aus der Medizinzeit. Wir machen da aber gar nicht mehr viel, deswegen ist die Webseite alt. Allerdings, die Leute kaufen das Produkt immer noch, freuen uns darüber, allerdings entwickeln wir es nicht weiter. Das ist etwas, was ich dann noch zusätzlich entwickelt habe. Gibt auch übrigens, könnt ihr auch gerne googeln, spiegeln, Esna Schari, gibt es ein Interview von mir, da bin ich noch 10 Jahre jünger und sehe noch ganz anders aus. Auf spiegel.de, komme ich vom Thema ab. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, das heißt, wenn ich mein Kapital nicht in Bitcoin bringe, dann mache ich es nur nicht, weil es neu ist, oder weil ich es nicht verstehe oder weil ich verwirrt bin. In dem Augenblick entsteht Folgendes. Aus meiner Sicht, er wertet alle anderen ab. Er bringt sich auf einen höheren Level und bringt alle anderen auf einen niedrigeren Level. Das fällt mir auf, wenn ich anfange, derzeit mit Menschen, die in Bitcoin sind, zu diskutieren. Das heißt, ich erkläre ihnen meine Argumente und die machen genau das Gleiche. Die stellen sich über mich und sagen, du bist zu blöd. Und das ist okay für mich. Ich finde es nur schade für die jungen Leute, weil ich mir wünschen würde, dass sie anfangen würden, sich zu reflektieren. Und das ist das Nächste, was ich ihm vorwerfe, dass er nicht sagt, Leute, ich bin davon absolut überzeugt, dass das so ist. Und wisst ihr was?
Ich habe da aber auch eine ganze Menge Kohle drin. Und es besteht zumindest so eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass ich einen blinden Fleck habe. Das macht er nicht. Er redet überhaupt nicht vom Risiko. Er redet nur noch von der Chance. Denn in dem Augenblick, in dem 75% des Kapitals aus dem kompletten Fiat-System in Gold fließen muss, wird, passiert ja nur eins. Du kaufst einfach Bitcoin, setzt dich hin, wirst reich. Und ich muss es sagen, schwierig wird es dann, wenn er ein Interview gibt und seinem Interviewpartner, der ein Verschwörungstheoretiker ist, sagt, weißt du was, wir beide tun was Gutes. Wir klären nämlich die anderen auf. Denn so kann ein normaler Mensch auf Bitcoin aufmerksam werden, O-Ton, und kann seine Familie retten. Wisst ihr, Kapital retten, Familie retten, kenne ich alles. Immer wenn es eine Blase gibt, gibt es irgendeinen, der kommt und sagt, du musst dein ganzes Geld retten und musst es nur da reinstecken. Und ich würde mir zumindest wünschen, dass er sagt, wisst ihr was, Leute, der reichste Investor aller Zeiten, also der erfolgreichste, ist Warren Buffett. Und Warren Buffett sagt, leg nicht dein ganzes Geld und deine Eier in ein Körbchen, sondern verteile sie. Das heißt, das, was er den jungen Leuten sagt, ist Risk Management, Money Management, absichern, dass du in einer volatilen Assetklasse bist, brauchst du alles nicht. Und das finde ich kritisch. Ich würde mir wünschen, dass er sagt, Leute, ich gehe hohes Risiko ein, ich bin davon überzeugt, was ich hier mache und ich weiß auch, was ich mache. Und wenn ihr das macht, müsst ihr verstehen, was euer Risiko ist, in dem Augenblick, in dem ihr euer gesamtes Kapital in Bitcoin bringt, und das macht er nicht. Und so schön ich das Bitcoin-Netzwerk finde, so sehr ärgert es mich, was derzeit mit den jungen Bitcoin-Investoren passiert. Es hat kein geringerer als der Autor des Buches Black Swan gesagt, also der schwarze Schwan, laut New York Times, eines der wichtigsten Bücher, der 10 wichtigsten Bücher der Nachkriegszeit. Der hat gesagt, alle Bitcoinisten sind Idioten, auch wenn ich Bitcoin mag. Ich würde nicht sagen, dass alle Bitcoinisten Idioten sind, wäre ich ja auch ein Idiot. Ich habe nur das Gefühl, dass Bitcoin-Investoren leider für doof gehalten werden. Und das Problem ist, dass ein Gegenpart dazu komplett fehlt. Und was mir dann in dem Zusammenhang auch fehlt, ist, ich kann das absolut verstehen. Er sagt, weißt du was, wenn du in Fiat bist, kann jeder Geld drucken, nur du nicht. Wenn du in Bitcoin bist, da kann nämlich keiner Geld drucken. Ich finde diese Aussage fast richtig. Er zitiert ja jemanden. Nur im Fiat kann auch nicht jeder Geld drucken. Und er kritisiert die Regierungen dafür, dass sie so viel Geld gedruckt haben. Ich würde mir wünschen, dass er erklärt, was damals in der Big Depression, in der Zeit der großen Rezession passiert ist, in den späten 29er Jahren, oder in den späten 20er Jahren, da haben nämlich die Zentralbanken nicht Geld gedruckt. Und das Ergebnis war Massenarbeitslosigkeit, Elend und Hunger. Und ich weiß auch, was mit Bitcoin passiert wäre, wenn das nicht passiert wäre. Denn dadurch, dass so viel Geld gedruckt worden ist, wird derzeit extrem viel spekuliert, weil man sich fragt, wo soll ich mit dem Geld hin? Also im Grunde genommen fast alles steigt, wenn man sich anschaut, was zum Beispiel nicht nur eine Tesla macht, sondern auch was die Wasserstoffaktien machen oder was die erneuerbaren Aktien machen oder was IPOs machen oder auch was Bitcoin macht. Es entsteht natürlich eine Blase, es ist ein Side-Effekt und ich bin nicht glücklich darüber. Ne? Ich muss deswegen jetzt Einlagezins bezahlen. Allerdings ist die Gegenfrage, wäre es denn gut gewesen, wenn wir Massenarbeitslosigkeit gehabt hätten, wenn wir größere Spannungen gehabt hätten? Und ist es denn so, dass die Regierungen eine andere Wahl gehabt hätten, oder ist es eine Conditio sine qua non, eine Bedingung, ohne die es nicht anders geht? Und in dem Zusammenhang ist es so,
Das ist allerdings nur meine persönliche Meinung. Er sagt ja, hey, es gibt eine Inflationierung der Assets. Also damit sagt er, vor 10 Jahren habe ich für eine einjährige Anleihe 5% bekommen. Der Realzins hat sich so schlecht entwickelt, dass ich jetzt nur noch 0,25% bekomme. Hat er recht. Man sagt da, ich muss 25% mehr Kapital aufbringen, damit ich die gleiche Rendite bekomme, die ich vor 10 Jahren gebraucht habe. Hat er recht. Muss ich ihm recht geben. Allerdings muss ich auch dazu sagen, das ist jetzt keine Entwicklung, die jetzt gestern angefangen hat. Das ist eine Entwicklung, die gibt es schon seit 2008. Deswegen ist es auch so, dass Immobilienpreise hochgegangen sind. Deswegen ist es so, dass Aktienpreise hochgegangen sind. Deswegen ist es auch so, dass viele Menschen wie ich in sehr, sehr viele unterschiedliche Sachwerte seit geraumer Zeit investieren. Und deswegen würde ich mir auch von ihm wünschen, dass er ein bisschen sich an die eigene Nase fasst und sagt, ich habe die ganze Zeit auf den 500 Millionen rumgesessen und habe damit nichts gemacht. Und jetzt habe ich auf einmal ein Problem. Und es ist sein absolut gutes Recht, sein ganzes Geld in Bitcoin zu legen. Nur in dem Augenblick, in dem er sagt, ich tue was Gutes, er aber schon gekauft hat und davon profitiert, dass die anderen kaufen und das denen nicht erklärt. In dem Augenblick, in dem er Halbwahrheiten sagt und Fakten sich so zurechtlegt, dass sie ihm passen. Und in dem Augenblick, in dem er Fakten verdreht, ist es leider so, dass er aus diesem wunderbaren Bitcoin-Netzwerk eins macht. Ein Pyramidensystem. Und ich will euch sagen, Bitcoin ist kein Pyramidensystem. Das, was der Mann daraus macht, ist aus meiner Sicht ein Problem. Denn er sorgt für die Hyperinflation des Bitcoin-Preises. Und ich würde mir einfach so sehr wünschen, dass in aller Ruhe Bitcoin noch mehr im Geldsystem und im Finanzsystem ankommt. Dann sind nachhaltige Bewegungen möglich. Denn eins muss man auch verstehen, wenn wir auf unseren Bitcoin sitzen und den Bitcoin-Preis geht nach oben und sagen, ja, das finden wir alle total super. Das, was wir aber brauchen, ist, dass dieses ständige Rauf und Runter aufhört. Und deswegen, Michael Saylor, kann ich verstehen, 500 Millionen in Cash, schwierig. Gerade wenn er sagt, ich brauche das Kapital nicht, auch wenn wir mitten in einer Rezession sind, alles in einen Korb zu legen, okay, mit Hebel zu arbeiten und zu sagen, keiner macht's mit Hebel. No-Brainer darzustellen als etwas, was, oder zu sagen, es ist ein No-Brainer und jeder, der es nicht macht, ist dumm, ist ein bisschen einseitig. Wenn ich ehrlich bin, erinnert mich das an Populisten. Populisten geben einfache Antworten, stellen die Sachen verkürzt dar und geben dann, vereinfachen alles und geben leichte Antworten. Und deswegen, falls irgendeiner der jungen Investoren es geschafft hat, bis zum Ende dieses Video zu schauen. Ich habe leider erlebt, dass Videos einfach nur kurz angeklickt werden, Kommentare geschrieben werden. Leute, ich wünsche euch, dass Bitcoin auf 1 Million, auf 10 Millionen, auf 20 Millionen, auf sonst wohin geht. Was ihr euch wünscht. Vom Herzen. Fragt euch, was, wenn es nicht passiert? Und fragt euch, wie viel Risiko habe ich da drin, falls es nicht so kommt? Und das ist die Hauptaufgabe eines Investors. Nicht, so wird es kommen und jeder, der was anderes sagt, ist blöd und doof. Mir könnt ihr das gern sagen, das ist völlig in Ordnung. Wenn ich mich da hinstelle, und also da oben, da ist nämlich da, wo ich normalerweise die Videos mache und zum Besten gebe, was meine Meinung ist, dürft ihr das auch machen. Und ich habe eigentlich nur Kommentare gelöscht, wenn es dann irgendwas von Tod und so drin war. Da bin ich euch aber auch nicht böse, weil ich glaube, dass ganz viele gar nicht wissen, was sie da eigentlich schreiben. Meine Bitte ist nur, hört bitte auf, über mich Fake News zu verteilen. Insofern, es ist völlig okay, dass ihr mir eure Meinung sagt. Ich habe mich damit wirklich ernsthaft auseinandergesetzt, habe meine Zeit investiert. Ich würde mir für euch wünschen, dass ihr euch fragt, was wenn nicht. Und für mich ist es einfach schlichtweg so, für mich war es absolut eine sehr gute Entscheidung, denn ich habe eben, wie gesagt, meinen Einsatz jetzt nicht vervierfacht, sondern verdreifacht. Und nachdem ich mir die Aussagen von den Saylor angeschaut habe und nachdem ich mir alle die Kommentare durchgelesen habe, und das habe ich auch Ende 2017 gemacht, da habe ich sogar 75% meines Kapitals verkauft, habe ich entschieden, dass ich bei 38.100 nochmal 0,25% rausnehme. Jetzt habe ich auch noch einen kleinen Gewinn und eins weiß ich, wenn ihr alle recht habt, und Bitcoin in Richtung 1 Million geht. Ich finde schon noch meinen Einstieg.
Euch wünsche ich vom Herzen das Allerbeste. Danke, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt. Gehabt euch wohl.